Ja, hallo. In diesem Video geht es um das sogenannte Minimierungsverfahren bei einem Abstand zwischen einem Punkt und einer Gerade. Ja, das knüpft auch entsprechend an das letzte Video heran, also auf jeden Fall bitte reingucken. Da haben wir besprochen, wie man eigentlich einen Abstand zwischen einem Punkt und einer Gerade mit dem Orthogonalitätsprinzip löst. Soll bedeuten, dass wir da unseren Vektor in Abhängigkeit des Parameters aufgestellt haben, der den Punkt P und irgendeinen beliebigen Punkt G auf unserer Geraden verbindet. Und dann wissen wir für die kürzeste Entfernung, ne, muss dieser Vektor natürlich orthogonal zu der Geraden und somit auch zum Richtungsvektor stehen. Also Skalarprodukt muss 0 sein. Und dann können wir somit den Wert für S herausfinden. Und dann einsetzen, Betrag bilden und gut ist. Ja, es gibt aber auch noch eine andere Möglichkeit, wie man das machen kann. Und die möchte ich euch hier eigentlich mal zeigen. Es ist dazu aber gut, wenn man auch einen Taschenrechner hat. Also, die ersten Schritte verlaufen analog wie bei dem ersten Verfahren. Man bildet hier diesen Vektor PGS in Abhängigkeit unseres Parameters, ne, so ganz allgemein, wie das halt geht. Ne, der Vektor, der den Punkt P und einen Punkt auf unserer Geraden miteinander verbindet. Und wichtig zu verstehen ist hierbei auch natürlich, dass dieser Parameter nicht nur S heißen muss. Der kann auch einen beliebigen anderen Namen haben. Es geht nur darum, dass S halt Platzhalter für irgendeine Zahl ist, eine unbekannte Zahl ist. Ja, wenn wir dann diesen Vektor auf jeden Fall haben, dann können wir einfach Folgendes machen. Wir bilden von diesem Vektor einfach mal den Betrag. Und wie der Betrag gebildet werden sollte, das solltet ihr wissen. Koordinaten quadrieren, addieren und die Wurzel ziehen. Man bekommt das heraus. Dann kann man hier die Klammern mit den binomischen Formeln auflösen. Will es jetzt nicht alles vorlesen, das könnt ihr selbst sehen. Naja, und wenn man das Ganze dann noch zusammenfasst, dann kommen wir darauf, dass der Betrag gerade die Wurzel aus 21s Quadrat minus 42s plus 38 lautet. Und was gibt uns jetzt dieser Term eigentlich her? Naja, wir können für s eine Zahl einsetzen. Und was wir dann daraus rausbekommen, ist der Betrag des Vektors, der den Punkt P und den entsprechenden Punkt auf der Geraden verbindet, wenn wir dort den Wert s in die allgemeine Geradengleichung einsetzen. Ne? Heißt, während wir hier einfach die Menge aller Vektoren haben, haben wir hier einfach alle Beträge, alle Längen somit dieser Vektoren. Ja, und wenn wir jetzt natürlich die kürzeste Länge haben wollen, die kürzeste Entfernung haben wollen, dann bedeutet das, dass wir diesen Term einfach hier minimieren müssen. Ne? Und natürlich kann man diesen Abstand hier auch als eine Funktion unseres Parameters s ansehen. Und dann führt das Ganze eigentlich nur darauf zurück, dass wir das Minimum einer Funktion bestimmen sollen. Und das ist natürlich etwas, was man im Themenbereich Analysis behandelt. Man bildet die erste Ableitung, setzt sie 0 und guckt dann, setzt den Wert in die zweite Ableitung ein, und wenn da dann etwas größer 0 rauskommen sollte, dann wissen wir, dass es sich um ein Minimum handeln muss. Ja, und der Grund, warum ich jetzt sage, dass der TR oder der Taschenrechner ganz gut ist, ist einfach, wenn man jetzt Wurzeln ableiten soll, ne, und da dann auch noch die innere Ableitung bilden muss, dann wird das Ganze sehr, sehr lästig, weil die Wurzelfunktion gibt abgeleitet 1 durch 2 mal Wurzelausdruck mal natürlich dann die innere Ableitung, und da könnt ihr euch schon vorstellen, wird das dann erst kompliziert, und bei der zweiten Ableitung dann sowieso. Bedeutet, an dieser Stelle ist dann definitiv empfehlenswert, dass man das mit einem Taschenrechner macht, der dann ableiten kann. Ja, und dann erhält man mit dem TR, dass, wenn man die Ableitung 0 setzt, da dann für S der Parameter 1 rauskommen muss, so wie wir das beim Orthogonalitätsprinzip auch gesehen haben, und dass die zweite Ableitung an der Stelle auf jeden Fall größer als 0 sein muss.
Und das bedeutet, wir haben an der Stelle 1 und f von 1 einen Tiefpunkt mit den Koordinaten 1 und f von 1. Ja, und f von 1 kann man einsetzen. Wir bekommen die Wurzel aus 17 und das ist auch genau unser Abstand, den wir auch schon bei Verfahren A herausgefunden haben. Ja, ich hoffe, auch das habt ihr so einigermaßen gut verstanden. Wenn nicht, dann fragt auch hier auf jeden Fall nach. Grundsätzlich ist es so, dass wenn ihr in der Klausur jetzt eine Aufgabe bekommt, dass ihr den Abstand berechnen sollt und da nichts weiter steht, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass es egal ist, welches der beiden Verfahren man jetzt nimmt. Es ist einfach so, dass dieses Verfahren mit dem Taschenrechner deutlich einfacher ist, wobei man Verfahren A natürlich auch zu Fuß lösen kann. Man kann es auch mit dem Taschenrechner machen. Ne, aber ihr müsst natürlich auch immer auf die Aufgabenstellung achten. Manchmal kann es sein, dass da auch explizit steht, man soll das mit dem Minimierungsverfahren machen oder man soll das mit dem Orthogonalitätskriterium machen. Und da müsst ihr das natürlich dann so oder so machen. Und deswegen haben wir es euch einfach mal beide Versionen gezeigt. Da beide Verfahren besser gesagt gezeigt. Ja, dann sage es an der Stelle einfach mal, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.